Trauen Sie! Wollte ich gerade gern, aber geht nicht. Tieraugen! Oh Gott! Die Tieraugen? Hier ist der Lockvogel. Genau, ich renne vor. Ja, sie ist bei Terrace. Ah, okay, gehen uns so abmetzeln. Warte, ich leuchte sie an. Ich leuchte sie an. Schade, man kann leider nicht sie aufblitzen. Schade. Na, wie lange kann ich denn die Taschenlampe anbehalten? Das muss der Weg hier raus sein. Dann müssen wir irgendwie da durch. Schreib, ich lieb dich in den Himmel. Kann man nicht hier auch solche Dinger? Achso, das ist kein Spinnen. Wir gehen, glaube ich, erstmal durch die Tür. Hier sieht so aus, als würde es da weitergehen. Okay. Das heißt, wir checken. Achso. Wir brauchen den Experimentierblockschlüssel. Maxi schafft es immer, jemanden zu verstören. Wir brauchen einen Experimentierschlüssel. Hat sie ihn vielleicht dabei gehabt? Schlaf gut. Gute Nacht, Hawk. Nee, sie hat hier nichts dabei gehabt, womit wir irgendwie agieren oder looten können. Okay, hier sind wir rausgegangen. Dann müssen wir nur durch die Tür hier, oder? Nee, die ist ja verschlossen, also müssen wir hier durch den Gang. Was für ein Irrer könnte nur... Oh, das ist nicht... Können wir agieren? Ja. Okay. Oh, guck mal, wir werden Saw-mäßig beobachtet. Das jetzt, ist die Tür geöffnet. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass die Tür sich davon automatisch öffnet? Also wir haben gesehen, irgendwer quasi beobachtet uns also. Was ist hier los? Warte mal, hier kann ich... Ach, da können wir wieder zurückgehen. Okay, ich geh mal vor. Okay, hallo? Hey. Du weißt jetzt verteidigen mit der Taschenlampe, ne? Ja, ich kann das. Ah, blendest im Auge ins Gegner und... Blindest ihn oder so. Oh, das Heilkraut. Ja, noch mehr Munition. Wo? Da auch drin? Na, neben dem Kraut. Okay. So. Können wir hier durchnehmen? Wir müssen hier nach links. Das ist sehr geradlinig, ne? Also wirklich verlaufen können wir uns ja nicht. Ne, das stimmt. Alles sehr schlauchig. Wäre noch cool, wenn es diese Retro-Ladesequenz gäbe aus Resident Evil, wie man immer durch eine Tür geht. Wäre sich noch an der anderen Seite verschlossen. Oh, Menno. Ah, hier können wir durch. Ja, guten Abend. Wer sind Sie und wo finde ich Sie? Guck mal. Hier ist sogar eine Schüssel. Was? Mama, was Schüssel. Zur Hölle? Mama, Schüssel. Guck mal, der hatte Blut im Stuhl. Ja, Du musst dich nicht für mich schämen. Mann, weißt du, was mich ärgert? Du guckst diese Spinde an und du weißt schon, dass sie nicht animiert worden sind. Du guckst sie an und du weißt einfach, da kannst du noch kein Türchen öffnen. Das ist so ein bisschen hässlich. Ich war gerade auf so einen Moment, wo... Also Resident Evil ist ja schon mal actionlastiger, aber eigentlich ist erst, Hier ist ein Saphir. Okay, von der BP. Keine Ahnung, willst du mal neben Bauch? Da glitzert auch irgendwas. Also eigentlich ist heroisch immer der erste Moment, wo man auf einen Zombie trifft. Hier kann man auch durch die Tür. Aber ich traue mich nicht aufzumachen. Kann man hier irgendwas? Nein? Ich habe noch Rubin gefunden. Also Looten mit Level. Ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Ich habe den Rubin hier noch, den Saphir noch aufgehoben. Sofort immer zur Seite drehen und erstmal gucken, was Sache ist, ne? Ganz vorsichtig. Kommen wir hier rüber? Okay, da wären wir. Ich glaube. Schlüssel ist da drüben. Oh, was ist das denn da auf dem Boden? Stinkt es aber. Das Blaue da. Kann man da irgendwie rüber? Du hey, ich pack mich. Du steckst in meinem Arsch. Guck mal. Oh, okay, das Arschkopf. Das sieht lustig aus. Ja, Arschgesicht. Okay, ich habe keine Ahnung, irgendwie wird man da wahrscheinlich hinkommen, vielleicht wenn man außen rum geht. Kann ich Teebeutel? Kannst du nicht Teebeutel? Hier ist auf jeden Fall... Oh, hast du es gehört? Ja. Da hat irgendwas gepocht. Also die beide Türen sind abgeschlossen. Ich glaube, da triggert bestimmt irgendwas, wenn wir den Schlüssel nehmen. Was ist das? Ich kann jetzt so... Warte mal. Ist das ein Bossraum hier? Ich kann mich nämlich nicht verteidigen. Human Centipede. Genau, das trifft's. Und der hat doch bestimmt eine Schlüssel oder seinen Schlüssel. Was? Warum ist der Schlüssel jetzt weg? Was soll das? Bist du. Wirst du die benutzen? Ist verlässlicher als jeder Mensch. Wenn du es sagst.
hier für einen Effekt? Der Schlüssel muss sie beim Fallen gelöst haben. Könnte überall sein. Im Dunkeln sehen wir nichts. Such mit der Lampe. Dann verstehe ich dich nicht mehr, aber... Natürlich, ich verstehe dich auch. Ich hab da auch bei dir. Ja, du hast auch keine In-Ears, die direkt drinstecken. Im Ohr. Okay. So, also wir haben den Schlüssel nicht mehr. Anscheinend. Nee, hast du eine Schusswaffe? Ja, ich hab jetzt eine von ihm, ja. Was krieg ich? Ich krieg Patronen. Nee, die hast du, Claire. Kannst du mir das Messer irgendwie rüberreichen? Nee, ne? Ups. Oh, ich irgendwie... Verzeihung, du musst... Nee, ich hab in meiner Objektliste ist ja das Messer nicht... Ich glaube auch. Ich bin der Lockvogel und das gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte mich verteidigen. Das Schlimmste in solchen Spielen ist, wenn ich nichts machen kann. Dann fühle ich mich einfach ganz furchtbar. Weil wenn René es verkackt, dann bin ich ausgeliefert. Dann kann ich einfach nichts mehr machen. Ich kann mich wehren. Ich kann einfach nur meine Taschenlampe an- und ausmachen. Ich kann mich ducken. Kann ich hier irgendwas machen? Ah, warte mal. Ach, ich kann... Ich höre, dass die Taschenlampe so schießmäßig... Ich kann meine Taschenlampe schießmäßig auf dich richten. Kann ich dich töten? Ich fühle mich jetzt ein bisschen besser dadurch. Vielleicht gibt es hier irgendwie so... Nee. Ey, Vorsicht, wir haben nicht so viele Patronen. Ja, ich habe ja noch ein Messer in der Tasche. Jetzt mal nicht hier überdrüssig werden. Aber vielleicht gibt es irgendwie Vampire oder so, die bei Tageslicht schmelzen oder bei Licht an. Also, wie sie an so wie bei Alan Wake, das ist meine Waffe. Okay. Hier ist auch nichts. Wir gehen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück. Bei mir ist Maxi nicht Mod. Was machen wir bei euch hoch? Ach ja, wir haben jetzt den Schlüssel. Moin Condition, beziehungsweise guten. Such weiter, Moira. Doch, morgen, ne? Gute Nacht. Gute Nacht. Die Nacht klingt immer denkst so abschließend. Er könnte im Fall an was hängen geblieben sein? An was hängen geblieben? Lass mal kurz umschauen. Der ist hier irgendwo runtergefallen? Können wir hier wirklich nicht lang? Warte mal, ist hier irgendwo... Nee, das wäre jetzt unlogisch, wenn das... Oh. Hier will ich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was hier entgeht. So. Ja. Warte mal, wo soll er denn hängen geblieben sein? Der ist da vorne... Hä, wir waren doch schon an der Stelle, wo er runtergeknallt ist, oder nicht? War nochmal die Tür. Die ist immer noch von der anderen Seite verschlossen. Müssen wir wirklich so weit wieder zurück? Das scheint mir irgendwie ein bisschen absurd. Ich gerade nicht zu weit. Du läufst zu... Also eigentlich ja, oder nicht? Weil theoretisch sagt er ja, der muss irgendwo hängen geblieben sein. Es geht ja um die Tür, für den wir diesen Experimentierblock schließen. Aber warte doch, das stimmt hier. Hier ist er runtergefallen. Ja. Da war er dran gekettet. Wenn man im grünen Licht sieht, sind die Dinger aber auch steuerbar. Vielleicht kommt jetzt meine coole Superfähigkeit zum Einsatz, dass ich einfach nur gegenleuchte und... Ja, dann decke ich halt so Sachen. Ja, gute Nacht jetzt, Black Hawk. Schlaf gut. So, ich gehe schon mal, ne, durch die... Wie? Ja, mach... sobald irgendwas laden muss... du kannst es jetzt auch... Hier Blockschlüssel. Wir haben noch einen Schlüssel reingesammelt, oder? Nee. Nein, haben wir nicht. Hast du nicht zugehört? Ach, stimmt. Er muss den beim Fall verloren haben. Ach, ja. Das heißt... Siehst du, von wegen so nach dem Motto, er meinte noch so, ja, es sind so Babyrätsel, die kann jeder in diesem Spiel. Und wir hängen jetzt schon. Ja, aber dann haben wir unwahrscheinlich was übersehen, dann müssen wir nicht wieder hoch. Ich habe aber da nichts gesehen. Also hier ist er runtergefallen. Und es wäre unlogisch, hier kann er schon mal nicht liegen. Das wäre jetzt Schwachsinn. Also der muss irgendwo, können wir jetzt hier vielleicht durch? Können wir immer noch nicht. Oh, warte mal. Sei mal eben leise. Da röchelt was. Das ist neu. Da röchelt etwas, das ist neu. Nee, die ist von der anderen Seite aus geschlossen. Kriegen wir jetzt doch Besuch oder was ist hier los? Wäre cool. Nein. Ja, wir brauchen doch. Ja, mach's gut, Sebastian. Schlaf schön. Trotzdem schön von dir zu hören. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. So, also. Nudelsalat mit Bockwürstchen. Ich kann mir nicht helfen, vielleicht. Nudelsalat hätte ich jetzt auch Bock drauf. Warte mal, auf der anderen Seite. Nee, auf der anderen. Siehst du das? Siehst du das? Auf der anderen Seite führt auch eine Treppe hoch. Also, entweder man kann von unten da irgendwie hochklettern. Oder. Da ist noch eine zweite Tür. Siehst du das? Und das leuchtet grün. Also. Von der anderen Seite. Ja, aber hier unten. Allein schaffe ich's nicht. Ach, ich muss auf die warten, Claire. Oh
Was allein schaffst du nicht? Nachti! Durch Türen, ich kann nicht entscheiden, wo lang wir gehen. Sie haben einen neuen Gegenstand in ihrem Inventar. Inventar. Bist du jetzt wieder hoch? Ach komm, verarsch mich doch nicht. Ja, wenn da irgendwo steht, das kann ich und ich nicht. Kann sein, dass irgendwelche Partneraktionen hier sind. Nein, ich kann einfach nicht entscheiden, aus dem Szenario abzuhauen, weil der Main-Spieler das zu entscheiden hat. Aber siehst du das? Siehst du, was ich meine? Guck mal, da ist so eine Tür. Siehst du das? Und die leuchtet grün. Und da führt nämlich ein Weg wieder. Oder ist das einfach. Nee. Da kommen das ist wir doch genau auf derselben Ebene. Ich frage mich, wo diese Tür ist. Ah, doch, da kann ich durch. Warte mal, vielleicht doch hier irgendwo hinter? Können wir irgendwo hier irgendwas aufbrechen? Sind wir endlich wieder beim Thema Essen werden im Stream? Ja, viel zu lange hatten wir es nicht. Bockwürste! Und Steak. Steak ist gut. Ich bin echt überfordert. Wo ist denn diese verdammte fucking Tür? Oder kommt man zu dieser Tür erst von dieser Seite aus? Ich glaube, wir sind erstmal nicht. Wie kommt man in den Raum da rein? Also ich glaube nicht, dass man so weit zurücklaufen muss. Das ist halt so der Punkt. Warte mal ganz kurz. Eigentlich in dem Raum, wo die Waffe ist, muss hier irgendwas sein. Holen Sie den Schlüssel, ist die nächste Mission. Also wir müssen tatsächlich immer noch den Schlüssel suchen. Aber, warte mal. Diese Tür, da kommen wir nicht durch. Hier die Tür, kommen wir nicht durch. Auch nicht. Ich höre auch was röcheln, das verwirrt mich halt noch mehr. Es wird lauter. Ach, du bist hier gegenüber. Hi. Da kommen wir her, ne? Ja. Aber man geht doch hier nicht nur hin, um die Waffe zu holen, oder? Warum bist du denn schon so krass verletzt, Schätzelein? Du blutest schon. Was hast du gemacht? Ich weiß auch nicht, warum ich Blutspritze auf meinem Monitor habe. Was hast du gemacht? Eigentlich nicht. Ich gehe jetzt auch nochmal runter. Ich glaube nämlich auf der... Das müssen wir übersehen haben. Da kann man irgendwelche Partneraktionen machen. Kann ich irgendwie eine Räuberleiter stellen? Ja, ich guck auch nochmal. Meine Freundin kann nicht kochen. Ich werde verhungern nach dem Zusammenziehen. Ach, das kriegt man alles hin. Dann musst du halt kochen lernen, Maxi. Selbst ist der Mann. Sie ist auch von der anderen Seite verschossen. Ey, das... Junge, wo hast du den fucking Schlüssel gelassen? Ich sag das jetzt zum letzten Mal. Echt mal, ich schieß dir auf den Schwanz. Sprich mit uns. Ey, jetzt hör auf, wir haben nur noch 8 Schuss. Ne, 4 Schuss. 12. Du verballerst. 12. Egal, du verballerst, ist einfach total unnütz. Dann leuchte uns mal den richtigen Weg mit deiner super tollen Handy. Ich gebe mir doch Mühe. Irgendwo muss er doch sein. Du musst vielleicht irgendwo hinleuchten und erst dann sieht man es glitzern oder so. Quatsch. Keine Ahnung, vielleicht... Also, ihr da draußen, wenn ihr wisst, wie wir weiterkommen, wo der Schlüssel ist, dann schreibt es bitte in den Chat. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ohne Mist, ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Ich komme jetzt schon so dämlich vor. Das ist so strange. Wir stellen uns so dämlich an. Nach Logik ist der hier durch die Gitter gefallen, aber... Ich bin natürlich nicht so tief in dieser Sinne. Er ist zu weit oben. Ich versuche ihn herunterzuschießen. Ich habe ihn tatsächlich gefunden. Oh, okay, du hast es geschafft. Ich wollte schon sagen, jetzt haben wir noch 12 Schuss. Ich treffe den Schlüssel nicht. Ach, guck mal, ist die Tür hier unten auch offen. Ja, beide Türen. Sollen wir jetzt oben durch den Experimentierblock, wofür wir den Schlüssel brauchen, oder gehen wir jetzt hier? Nee, wir gehen natürlich... Ah! Du machst es schon. Oh Gott, schon wieder. Es tut mir leid. Junge, ich mach dich Messer. Ach du, oh Gott, das ist doch nicht mehr. Das? Ich kann doch nicht. Lauf einfach, vergiss sie, lauf einfach. Wir müssen doch einfach echt laufen. Guck mal, ich kämpf auf Munition, spart und ich messer die einfach alle nieder. Ich lauf einfach. Ich lauf hier rein und ich sammle in der Zeit ein. Oh, hoppala. Ich sterbe. Wir müssen, glaube ich, echt laufen. Ich glaube, wir müssen echt laufen. Ich weiß nicht. Sehr gut, vergiss die, lauf einfach, hat sie gerade gesagt. Was sind die Looten? Haben die überhaupt was zu looten? Weiß ich nicht. Oh nein, du bist nicht tot. Nein, warte, Moment. Du hast schon unsere ganzen Kräuter verballert? War doch nur eins.
Sehr gut, ich renne.